Hallo Leute, wie geht's und wie steht's? Ja, es geht weiter. Und wenn ihr in Part 61 merkt, dass der Ingame-Sound so leise ist, tut mir leid, das ist so passiert. Und da kommt jetzt das. Nö, 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 nö. Das Urteils-Katana Onigiri. Ja, jetzt haben wir das. Und jetzt geht's mit der Story weiter. Ich habe jetzt alles wieder zurückgemacht. Und jetzt kommt die Cutscene, die ich meinte. Und genießt die jetzt einfach. Ah nein, jetzt kommt noch ein bisschen Reden. Hey Roxas, Glückwunsch zu deinem Sieg. Verflixt, ich wusste, dass du gewinnen würdest. Immerhin bist du der Held von Kalaila. Ja, er freut sich. Ah. Ja, Rex. Ahaha, ich habe einfach keine Chance gegen dich, hm? Bisher war ich immer der große Bruder, aber es scheint, die Zeiten ändern sich. Nein, die ändern sich nicht. Hehe, und du hast kein Problem damit, mich zu Freund zu haben? Danke so, sogar, dass du ein Held bist, hat dich kein bisschen verändert. Bist immer noch nett und großherzig. Oh, er gibt uns was zum Trinken. Dankeschön, und was war da drin? Ja. Erinnerst du dich noch an unsere erste Begegnung? Wie viele Jahre mag das her sein? Kurz nachdem ich meine Familie verlor, wanderte ich völlig hilflos und einsam umher, bis du aufgetaucht bist. Richtig. Ich war so glücklich, weil wir aus demselben Ort kamen. Hätte ich dich nicht getroffen, wäre ich wohl vor Zweiflung gestorben. Ja. Das war einfacher, als ich dachte. Warte, was hat er in diesem Trink gemacht? Ich schätze, sogar Helden können schwach sein, im Gegenwart ihren besten Freundes. Du warst immer so... Verdammt! Okay, jetzt kommt Rimpo. Wach auf, Roxas! Verdammt, kannst du mich nicht hören? Was hast du getan? Schnell, gib Roxas das Buch zurück, ich flehe dich an! Das ist ja wohl das Dümmste, aber er wird das Buch nicht kriegen, solange wir hier sind. Stimmt, und... Warte, ist das Wasser oder Sand? Uck! Oh nein, er hat es nass gemacht. Achso, er hat es nass gemacht! Was? Woher konnte er wissen, dass Wasser unsere Kräfte raubt? Der Einzige, der das wissen kann, ist... Kulafo! Kulafo! Mist, ich kann meine Kraft nicht nutzen. Wach auf, Roxas! Und so sieht das aus, wenn ich kein Buch habe. So sieht mein Status aus. Okay. Ja, und habe ich kein Schwert oder so? Okay, der geht einfach weg. Okay, wartet mal. Okay, es geht weiter. Ich musste kurz husten. Ich bin immer noch ein bisschen krank. Verdammt. Und ja, wo gehen wir jetzt hin? Okay, raus. Roxas, ich will nur meine kleine Schwester zurückhaben. Bitte verzeih mir. Verzeih mir. Wartet mal. Wartet mal. Wenn ich jetzt deine Schwester nicht diese Puppe nicht gegeben hätte, was wäre passiert? Wäre das gar nicht passiert oder was ist jetzt los? Ich verstehe es jetzt nicht, weil das auf die Schwester bezogen ist und ich konnte die Puppe auch nicht ihnen geben. Oder musste ich die Puppe ihnen unbedingt geben? Hm. Bitte vergib mir. Warte, warum kommt er von oben? Hä? Okay. Jetzt ist er irgendwo da unten. Ja, da ist er. Okay. Wir sind auf dem Dach und ich will doch nur, dass alles so wird wie früher. Wie es früher einmal war. Okay, er ist jetzt depressiv. Er will nur alles wieder zurückhaben. Seine Familie, seine Schwester, alles. Jetzt kommen die Cutscene. Kinderschänder! Oh, das ist colorful. Back. Voll Schwuchtel. Relax. Put the bones like this.
Okay. Was hat er jetzt gemacht? Ach du Scheiße. Der klingt wohl schwul. Warte, gehört diese Macke jetzt zu ihm oder nicht? Die kennen sich also, okay? Dann, was macht er jetzt? Herr Olli. Verdammt, was passiert jetzt? Ey, nein, das kann nicht sein, warte. Ach du Scheiße. Ey, das war doch beschissen, Mann. Fick dich, Kulafo. Was macht der eigentlich hier? Was ist gerade passiert?
Okay, wo ist jetzt Paula? Scheiße. Ist jetzt erblindet worden? Ey, das ist nicht wahr. Ey, fick dich, sag jetzt, ich muss das Buch. Verdammt. Ey, Rex ist da. Oh, das sind wir. Und das Buch. Ey, Olli, verpiss dich. So dreckige Zähne. War die Stadt immer so groß? Komm mir gar nicht so vor. Ah, hier ist die Cutscene vorbei, oder? Was ist denn bloß passiert? Was war das für ein Krach? Okay, Hilfe ist es auf unserer Seite, glaube ich. Die Stadt wurde stark beschädigt. Ein Viertel wurde schwer getroffen. Die Menschen und die Gebäude dort, alles verloren. Roxas, steckst du dahinter? Unzählige Augenzeugen wollen dich bei deiner feindlichen Armee gesehen haben. Wie? Oh, Roxa, soll das heißen, dieses Unglück ist dein Verschulden? Wie kommst du darauf, du Fettkopf? Es tut mir leid, Roxa, aber aber alles deutet auf dich. Die einzige von Ort waren du und dieser General des Reichs. Und Rex? Es stimmt, ich bin General des Waisenreichs. Aber wir haben dieses Unglück nicht verschuldet. Schweig, Abschaum aus Waisen. Was sagst du zu deiner Verteidigung? Das bringt uns alles nicht weiter. Ich will die Wahrheit wissen. Und was macht er jetzt? Scheiße, muss er gleich Cut machen. Okay. Ist es normal? Ein Erdbeben? Welch Ungutes oben? Oh, da ist auch das, was ich gefunden habe. Gesteht es, ihr habt das getan, richtig? Wer ist jetzt der Held von Kalaila? Du warst schon immer ein Spion im Dienst des Waisenreichs. Bastarde. Gib es endlich zu, aber erst im nächsten Part.